So, herzlich willkommen zurück zu Rise of the Triad. Es ist ein Update erschienen, jawohl. Ein Update. Und das gibt jetzt eine 64-Bit-Echse. Und die ist performancemäßig, zumindest auf den Ladezeiten, schon mal eine Bombe. Mal gucken, was jetzt so FPS-mäßig hier passieren wird. Natürlich waren da wieder alle Einstellungen zurück, kennt man ja. Aber wow, FPS-mäßig scheint das hier auch besser zu sein. Bin mal gespannt. Und das Save-System soll reworked sein. Kann man denn vielleicht irgendwie... nein. Also so manuell speichern geht wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Also ich meine in Form von nee, ich nehme mal an, dass nicht, dass man hier eine Speicherliste hätte. Nee, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Na gut. Gut, wir müssen jetzt einen Bosskampf machen, wie es scheint. So. Ja. Gut. Ich hoffe, hier ist kein Secret mehr. Wenn doch, dann ist scheiße. Wir waren hier übrigens reingefallen, also. Den Start habe ich leider nicht ganz mit drauf. So. Gut, okay. Aber da war auch nichts Besonderes zu sehen. So, okay. Keine Musik. Mach mal Musik hier. Was wollt ihr hier verbergen? Ihr wollt hier irgendwas verbergen, gibt's zu. Oder auch nicht. Was schon krass, wie immer noch Updates kommen, ne? Was mir eindeutig zeigt, ich habe noch nicht lang genug gewartet mit dem LP in des Spiels. Eindeutig nicht. Naja. Ich habe eigentlich gedacht, dass 2 Jahre ausreichen. Als Wartezeit. Dem war aber offensichtlich nicht so. Naja, gut. Ist halt auch. Nicht gerade das Entwicklerteam, was das Monster-Budget hat. So, was haben wir hier Schönes? Muss auch ein Secret sein. Secrets abgreifen. Wir speichern mal über. Boah, wesentlich schneller das Teil. Also die Performance ist wirklich gestiegen. Enorm. 64 Bit macht Laune. So. Ich darf doch mal. Nein, ich darf nicht. Hier soll echt nichts sein. Das kann mir doch nicht erzählen, dass hier hinten kein Secret versteckt ist. Ich übersehe das. Ich sag euch, dass das. Ich übersehe das bloß. Oh, es läuft richtig flüssig hier. Können wir ja schon fast überlegen, mehr FPS aufzunehmen, aber dann denke ich wieder an den YouTube-Endcode. Dann sieht das ja wieder nicht hübsch aus. Dann sieht es sowieso nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich habe bei meinem Belastungstest NFS1 Video, habe ich bei der Rusty Springs, also bei Porsche Belastungstest Nummer 2, habe ich doch tatsächlich auf den guten Endcode bekommen, denn 1029x1200x1044p-Encode quasi von denen mit der besseren Bitrate und die sieht ja wirklich echt cool aus. Jetzt wäre es natürlich noch praktisch, wenn Rod das auch bekäme. Sehe das nämlich auch mal toll aus, ne? Und nicht nur mein Need for Speed. Und gerade bei dem Spiel wird es sich lohnen und hier ist ein Gegner. Ist der Laich. Der ist bestimmt total einfach zu besiegen.
Nee, ich denke nicht. Das ist das Problem. Next! Okay, die. Ich glaube, der braucht sowas. Oh, cool. Next! Gut, das nimmt man noch gerne mit sowas. So. Next! Gut, ich glaube. Next! Ich glaube, der kommt erst, wenn ich da reingehe, ne? Dann können wir ja mal F6'en. Dachte ich zumindest. Dem war offensichtlich jetzt nicht der Fall. Na gut. Gut, ich glaube, mehr ist hier nicht so und ich finde zumindest nichts. Next! Na gut, ich probiere mal mein Glück. Okay. Okay, hier hat dich gespeichert. Aber die Performance hat sich echt gebessert, das muss ich sagen. Scheint wirklich besser zu sein. Na gut, ich sehe schon, speichern ist tatsächlich nicht nötig. Aber wo sollen die Secrets wieder sein, ja? Scheiß Dreck. Next! Mist. Es sind bestimmt schöne Sachen drin in den Secrets, aber ich finde sie nicht. Next! Hat die jetzt schon gehabt? Kann ich. Nice. Oh! Der ignoriert mein Schild, der Arsch. The fuck, der ignoriert mein Schild. Ein Arschgesicht. Oh, eine Pistole liegt da. Das Wichtigste ist da, die Pistole. So. Mistvieh. Können die vielleicht was mit den Schaltern machen? Wir müssen doch eine gottverdammte Bewandtnis haben. Na gut. Gut, anscheinend nicht. Oh. You only get lubricant. Die. My bio-mechanical cut pieces. Bad things to bad. 60? Also scheint. Ah. Was tun denn jetzt hier? Piss dich. Bad things to bad. So. Siehst du das Stück da hinten? Deshalb bin ich hier drin. Dann vorteil hier zu sein. Außer zu sterben. Na, ich muss es halt erstmal kapieren, ne? Boah, die Ladezeit ist alles viel schneller jetzt geworden, ey. Voll genial. Wie das da abgeht gerade. Total cool. Der in sich hat sich jetzt was getan. Next! So. Next.
Zeug mitnehmen. Beste Taktik in diesem Stück. Einfach drauf schießen oder was? Echt eine spitze Frage. Ich mach das jetzt einfach mal. Und nichts tun, sterbt da nicht, jedenfalls nicht. Viel sollte klar sein. Frage ist, ob ich einen Schaden gemacht oder nicht. Next. All right. Yeah. Next. Next. Den er da rausgeholt. Ach, gute Frage. Next. Sehr gute Frage, ja. Da gibt es bestimmt eine Strategie. Ich weiß sie nur nicht. Das ist mein Problem. Da gibt es bestimmt irgendeine Strategie, die mir nicht einleuchtet momentan. Oh, lass dich bewegen. Das ist blöd, wenn man nicht weiß, ob man dem jetzt Schaden macht oder ob man dem jetzt gerade keinen Schaden macht. Das ist wirklich blöd. Dass ich wenigstens wissen würde. Ist natürlich auch coole Option, ja. Next. Das Blöde ist, ich weiß es einfach nicht. Das ist wirklich blöd, weil ich es einfach nicht weiß. Nein, erstmal die. Get back here, silly! Ich meine, einmal stand er ja auf 66% mit seinem Schild. Und die Frage, wie ich das ausgelöst habe. Oh, der geht muss, sag mal! Next. Ah, Mann, das
habe ich denn von diesen Dingern hier? Das sind doch offene Bewandtnisse haben irgendwie. Es ist blöd, dass man sich nicht umsehen kann. Ich will erst mal wissen, was ich tun muss, bevor ich hier irgendwas mache. Ich wette nämlich, dass ich hier irgendwas anders machen muss, bevor ich den vernünftig töten kann überhaupt. Ach komm, leck mich doch. Das ist so scheiße, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Next. All right. Next. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich probier's einfach mal mit Abschießen. Das bringt's ja was. Habe da meine Zweifel dran, aber gut. Ah, wieso komme ich jetzt nicht mehr raus? Das ist eine Scheiße. Ja, 100% super. Schön beeindruckend, es scheint. Frage ist halt wirklich, was soll ich tun? Das ist irgendein Trick, den ich nicht kapiere, ey. Tja. War mir gleich klar, dass ich hier irgendwas machen muss. Die sind mich alle mit Tricks, die Bosse. Einleuchten, was ich tun muss. Aber vielleicht muss ich ja ganz nach oben. Ich da mal hinkäme! Das geht hier einfach nicht. Gna! Und für was hab ich diese nackte, kugelsichere Rüstung, weil sie mir eh nichts bringt. Next! So, und jetzt? Ja, weiter hoch komme ich doch gar nicht. Ey. Ich verstehe den Shit nicht.
Naja gut, dann werde ich erstmal den Part beenden und vielleicht kriege ich ja noch raus in den nächsten Videos, wie man dieses Miststück platt macht. Weil aktuell ist es mir nicht klar. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal machen wir ihn hoffentlich platt. Bye bye.